Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monster High, monsterkrasse Highschool-Klasse. Wir haben gerade wieder mal eine Nachricht bekommen. Okay, ich möchte, dass alle eine faire Chance haben. Frankie hat eine Überraschung für dich im Monsterschüler-Café. Gut, dann gehen wir da mal hin. Denn wie ihr ja wisst, sind wir jetzt an der letzten Episode, glaube ich, war das? War das die letzte Episode? Gucken wir mal. Ich glaube, wir haben alle... Alle Mumien sollten bitte daran denken, dass sie bei allen... Ja, wir haben alle Nebenepisoden fertiggestellt und müssen jetzt nur noch unsere eigene machen. Okay, dann gehen wir mal zu Frankie. Vielleicht bekommen wir ja dann ein neues Outfit. Das wäre total schön. Also da würde ich mich wirklich freuen. Okay, Monster-Schüler-Café. Ach ja, da ist sie ja. Hallo. Hey, Mr. DJ. Nein, ich bin totaler Fan der Jaundice Brothers. Die sind die Bestien. Cleo meinte, sie kann die Wahl beeinflussen, wenn alle glauben, sie hätte den Ball gerettet. Möchtest du mir helfen? Ja. Stromstoß. Holdheit, hat mich mit seinem Killer-Musikmix für den Ball total umgehauen. Bring ihn bitte Gulia in die Turnhalle. Okay. Ich glaube, müssen wir das wieder akzeptieren. Ich habe ein monstergroßes Problem und ich brauche dringend deine Hilfe. Komm zu mir in den Hauswirtschaftsraum. Okay. Dann gehen wir mal zu der lieben Claudine. Wer ist denn euer Lieblingsmonster? Ich glaube, ich habe das schon die ganze Zeit über gefragt. Aber wer ist denn euer Lieblingsmonster jetzt von denen, die hier drin sind? Ich weiß, dass ganz viele von euch Claudine mögen. Und deswegen wollte ich auch fragen, dass oder zu euch sagen... wenn ihr in die Kommentare schreibt, welches euer Lieblingsmonster ist, warum ist das euer Lieblingsmonster oder warum ist das euer Lieblingscharakter, würde mich einfach mal interessieren. Ich mag Draculaura am meisten, weil sie so ein bisschen wie ich ist, vor allem als ich jünger war, da war ich auch immer so, ich habe Gossip sehr gemocht gehabt, aber ich war auch so super freundlich zu meinen Freunden und sie hat ja ein Problem mit ihrem Schließfach, wo sie ja viel zu viele Sachen drin hat. So geht's mir eigentlich auch immer. Und ich mag natürlich Vampire. Also da und die Farbe Schwarz und Pink. Das passt sehr, sehr gut einfach zusammen. Da passt sie einfach sehr gut zu mir. Okay. Hauswirtschaft. Dann gehen wir mal hier durch. Okay. Ah ja, da ist sie ja. Hallo, Claudine. Horrorhäppchen. Gefällt dir meine neue Mondbrille? Ja, aber du hast sie ja gar nicht an. Ich finde, ihr Outfit sieht total schön aus. Da bist du ja. Wamtastisch. Ich habe einen Plan, wie ich heute Abend das gefeierte Monster Girl werden kann. Hilfst du mir dabei? Natürlich. Ich brauche total deine Hilfe, um diese Horrorhäppchen für die Party heute vorzubereiten. Es soll Hähnchenspieße und Rippchen geben. Die mag ich am liebsten. Komm zu mir, wenn du fertig bist. Okay. Kopiere mit der Wii-Fernbedienung die auf dem Bildschirm gezeigten Gesten, um die jeweilige Speise zuzubereiten. Oh, nach links schwingen. Nach rechts schwingen. Und nochmal. Okay. Schütteln. Schüttel, 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 schüttel. Okay. Oh, das war's schon. Gratuliere, du hast gewonnen. Claudine, Essen ist was fertig. Was kriegt an heute? Mordstark, Monsterfreundin. Bring Gulia diese Häppchen in die Turnhalle. Sie ist schon ganz ungeduldig. Ich kann's nicht abwarten. Ich soll Gulia diese Häppchen in die Turnhalle bringen, aber ich kann sie nicht alle alleine tragen. Okay. Müssen wir das jetzt wieder auswählen? Weil der liebe... Ja, genau. Neue Nachricht auf deinem iConnector. Oder so, so geht's dann natürlich auch. Okay. Schauen wir mal, was da ist. Oi, oi. Ein Problem ist aufgetaucht. Ich brauche schnell deine Hilfe. Du findest mich im Pool. Okay. Na, dann gehen wir mal. Ach, der liebe Count Fabulous, der sieht so süß aus. Und davon habe ich ja auch eine kleine Figur. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Ich hatte die, glaube ich, auf MSP gepostet. Ich kann die gerne mal auf meinem Instagram-Account, wenn ihr das wollt, hochladen. Das mache ich sogar. Also mache ich hier sowieso alles, aber das ist mir gerade eingefallen. Das sollte ich sowieso machen. Dann könnt ihr die mal sehen, weil ich die total süß finde. Ich finde diesen Count Fabulous sowieso total mega süß. Okay, dann gehen wir mal rein.
Und jetzt hier rüber. Einmal scharf nach links. Und dann in den Innenpol. Okay, dann müssen wir nur noch warten, bis es geladen hat. Und dann hier rüber. Ah, sehr schön. Hallo, Laguna. Wenn der Sprühnebel fällt. Ist irgendwie trocken hier drin. Wirklich? Finde ich gar nicht. Ich möchte heute Abend unbedingt zu dem Ball und mein neues perlenbesetztes Kleid tragen, das mir gerade geschickt worden ist. Ich brauche aber deine Hilfe. Was kann ich tun? Perfekte Welle. Chaka. Killer, geh in die Turnhalle und finde den Schalter für die Sprinkleranlage. Du musst dafür sorgen, dass immer eine der Düsen in Betrieb ist. Ich brauche eine hohe Luftfeuchtigkeit, sonst kann ich heute Abend nicht am Ball teilnehmen. Okay. Dann gehen wir mal und machen das für die liebe Laguna. Deswegen hängt sie wahrscheinlich auch immer in der Nähe vom Pool rum, weil da so viel Wasser ist. Da muss ja die Luftfeuchtigkeit etwas nasser sein. Oder kennt ihr das, wenn ihr sowieso mit der Schule schwimmen geht oder mit eurer Familie, ihr geht immer so in ein Hallenbad rein, dann ist es ja immer so ein bisschen feuchter, die Luft, und auch angenehmer, finde ich angenehmer. Huch, was ist das? Ach, ist es da? Ah, okay. Hier ist es. Okay, okay. Um ein Ventil zu wählen, nutze die Wii-Fernbedienung und drück A und dreh dann in Pfeilrichtung. Dreh alle drei Ventile und dann den letzten Schalter, um das Wasser fließen zu lassen. Okay. Ja, wa? Okay. Ah, okay, ich sehe schon. Nein, so rum. Da muss ich jetzt sogar die Wii-Fernbedienung drehen. Okay. Und fertig. Hoffe ich doch. Gratuliere, du hast gewonnen. Sehr schön. Okay, nochmal eine Nachricht. Dracul-Alarm. Unsere kleine Dracula braucht dringend deine Hilfe und wartet in der Bibliothek auf dich. Na gut, dann gehen wir da mal hin und schauen, was die liebe Dracula von uns will. Mensch, jetzt sind die aber alle in richtig, richtig schlimmer Not. Dann gucken wir mal. Also dann folgen wir mal Count Fabulous und dann gucken wir mal, was die liebe Dracula will. Count Fabulous ist ja, soweit ich weiß, eines ihrer Haustiere, weil da sind ja die kleinen Haustiere da von unten hochgekommen und da hat, glaube ich, jeder eins bekommen. Ich weiß nur noch, dass Count Fabulous das von der lieben Draculaura ist. Ich weiß gar nicht mehr, was die anderen Monster hatten. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Okay, dann gehen wir da mal rein und warten wieder, bis es geladen hat, weil es immer etwas länger braucht. Die Dracula ist bestimmt hier. Ah ja, da ist sie ja. Vampir-Veganer, vereinigt euch. Was liegt an? Ich finde, ihr Kleid sieht total schön aus. Ich weiß nicht, wie es euch gefällt, aber ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Der Ball fängt gleich an und ich habe noch nichts, was ich zu der großen Party beisteuern kann. Hast du etwas Zeit, um mir zu helfen? Für dich tue ich doch alles, Dracula. Fantastisch! Du musst Gulia diese vegetarischen Häppchen unbedingt in die Turnhalle bringen. Bei Claudines Fleischhäppchen vergeht mir der Appetit. Außerdem soll jeder sehen, wie tierlieb ich bin. Okay. Jetzt müssen wir bestimmt... Jetzt sagt es bestimmt wieder, dass wir eine Nacht... Wir sind auch schon fast fertig, Mensch. Okay. Und hier ist es auch schon, Eingang. Ich habe gehört, dass du allen anderen bei den Vorbereitungen hilfst. Cleo erwartet dich auf dem Gruselflur. Sofort. Oh, die klingt nicht so glücklich. Na, dann sehen wir mal, ob wir ihr vielleicht auch helfen können, auch wenn sie es jetzt nicht so sagen würde. Aber wir können ja trotzdem einfach mal gucken. Okay, jetzt müssen wir... Ups, jetzt müssen wir hier rüber. Ach, da ist ja. Es werde Licht. Ich erteile dich jetzt eine Audienz. Ha, die anderen Girls bilden sich ein, sie hätten eine Chance auf meine Krone. Du musst mir zu meinem Platz auf dem Thron der Ballkönigin verhelfen. Wie du befiehlst, Cleo. Begrüß die Queen der Monsterhai, deinem großen Rat.
Die Dekorationen werden meine Augen zum Funkeln bringen, wie Wellen auf dem Nil. Die Turnhalle muss strahlend hell erleuchtet sein. Nein, nicht wegen meiner Angst vor der Dunkelheit. Natürlich. Hilf mir einfach, einige coole Leuchtdekorationen zu finden. Komm zu mir, wenn du fertig bist. Ziehe die Glühbirnen mit der Wii-Fernbedienung auf deine Schnur und zwar so, dass das gleiche Muster entsteht wie auf Cleos Schnur. Okay, die sehen hübsch aus. Okay, grün, blau, lila, pink und gelb. Gratuliere, du hast gewonnen. Der Sargwechsel der Zombies muss leider verschoben werden, bis der Friedhof wieder hergerichtet ist. Oh, okay. Lichte Momente. Glänzend. Ich bin beeindruckt. Möchtest du mich noch mehr beeindrucken? Nichts würde mich glücklicher machen. Bring Gulia diese neuen Lichtquellen in die Turnhalle. Sie wartet schon darauf. Okay, jetzt sagt es garantiert wieder, dass da was Neues auf unserem Eye-Connector ist. Ja, habe ich doch gewusst. Warum das nicht einfach kommt, weiß ich nicht. Macht aber auch nichts. Jaul, wir haben etwas vergessen. Komm ins Monster-Schüler-Café. Was denn jetzt schon wieder? Okay, dann gehen wir mal darüber. Das ist gleich hier. Ich dachte jetzt schon, jetzt müssen wir wieder ans Ende der Schule laufen, um ans Monster-Schüler-Café zu kommen. Aber zum Glück, hier ist sie, ja. Letzter Aufruf zum Tanz. Tolle Schuhe, tolle Bluse. Was geht ab? Mir ist gerade noch etwas eingefallen. Wir alle hatten bisher nur ein Ziel, zu Dance Queen gewählt zu werden. Aber wissen die anderen eigentlich, dass der Ball tatsächlich stattfindet? Hilfst du mit beim Bekanntgeben? Natürlich! Liebe Monsterfreundin, wir müssen an der Schule schnellstmöglich bekannt geben, dass der Ball stattfindet. Und niemand versteht mehr von Werbung und Marketing als Gulia. Bring ihr diese Flugblätter in die Turnhalle. Ja, wann kommen wir denn endlich mal in die Turnhalle? Und hier, ich weiß, ihr seht es nicht, aber hier, wo ich die Maus hinzeige, auf dem Bildschirm war eine Fliege gerade. Also eines dieser kleinen Obstfliegen, die einfach ans Licht fliegen oder an Obst hin und die so nervig sind. Und ich hasse es immer, wenn ich die zerdrücken muss. Da schüttelt's mich. Also ich bin, wenn wir im Allgemeinen eine Fliege haben, dann macht mein Freund die kaputt oder eine Spinne. Ich mag das überhaupt gar nicht, weil mich schüttelt's da komplett, schon wenn ich diese kleine Obstfliege mit meinem Finger zerdrücken muss. Stehen mir jetzt schon die Haare zu Berge, finde ich einfach so eklig. Weiß nicht, wie es euch da geht. Wir gehen jetzt hier rüber. Oh, die sah auch ganz hübsch aus. Okay, jetzt haben wir es endlich in die Turnhalle geschafft und hoffentlich können wir Gulia dann die ganzen Sachen geben. Ah ja, da ist sie ja. Oh, die sieht so aus, als würde sie im Boden versinken. Hallendekorationen. Wow, alle haben sich total eingesetzt, damit der Ball stattfindet. Und alle haben sich super gestylt für die Wahl der Ballkönigin. Hast du vielleicht Zeit, noch einem ganz tollen Girl zu helfen? Was kann ich tun? Du hast alles gegeben, um alle anderen Girls glücklich zu machen. Jetzt solltest du dir die Zeit nehmen und dich selbst vorbereiten. Gehe zu deinem Schließfach und ziehe dein Kleid für heute Abend an. Okay, das machen wir mal. Ich hoffe, wir können zwischen vielen, also ein paar Kleidern vielleicht wählen. Das wäre super toll, wenn wir da nicht nur eins nehmen müssten. Und wenn wir vielleicht auch die Farbe verändern können. Also freue ich mich auf jeden Fall schon. Dann gehen wir jetzt mal dahin. Also zu unserem Schließfach, wo auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. Wir haben unser Schließfach nicht mehr gesehen seit Folge 1. Deswegen gehen wir jetzt los. Und ich hoffe, oder wir wissen ja, dass der Count Fabulous weiß, wo unser Schließfach ist. Weil wir es überhaupt gar nicht wissen. Okay. War das vielleicht hier drüben mein Schließfach? Ist es vielleicht das hier, das so pink ist? Oh, das ist mein Schließfach. Glückwunsch, du hast eine Episode abgeschlossen. Oh. Okay. Dürfen wir doch nicht unser Kleid aussuchen? Oh, guck mal. Ah ja, seine neue Sonnenbrille. Oh, und da sind auch alle. Hoffe ich. Ich hoffe, dass es alle sind. Ah ja, Gulia. Cleo, Spectra.
Abby, die habe ich gar nicht gesehen. Claudine, Frankie. Laguna, oh, die sieht aus wie ein Fisch. Draculaura. Sind wir das? Oh, das sieht total... Das Kleid sieht echt toll aus. Also das gefällt mir wirklich sehr. Aber was machen wir denn da? Die Siegerin und unsere diesjährige Ballkönigin, Ihre Majestät Cleo Denial. Begrüßt die Queen der Monsterhai. Na also, vielen Dank, dass ihr mich, Cleo, die wahre Majestät, nun auch zur Ballkönigin gewählt habt. Hammerhart. Ich wusste, dass Cleo zur Ballkönigin gewählt wird. Sie ist unter allen Monstern einfach die schönste. Und geschafft hat sie es nur mit deiner Hilfe. Mein nächster Song ist Königin Cleo gewidmet und dem Rest der Clique hier an der Monster High. Oh, wie langweilig. Cleo? Nein! Wir sind doch viel cooler als sie! Wie kann man das nur übersehen? Das ist echt unfair! Hoch lebe unsere neue Königin, Königin Cleo! Begrüß die Queen der Monster High beim großen Rat! Königin Cleo, nun, klingt auf jeden Fall nach etwas. Schade, dass es so lange gedauert hat. Vielen Dank an all die kleinen Leute. Oh, okay. Keine, doch, Credits, okay. Okay, sieht so aus, als hätten wir das Spiel beendet. Was als nächstes kommen wird, das sage ich schon mal jetzt gleich. Ich weiß, ihr wollt Winx Club, aber ich hatte mir überlegt, dadurch, dass nicht jeder Winx Club mag und dass vielleicht auch neue Abonnenten hierher kommen und die sagen, ich mag gar keinen Winx Club, aber hier ist nur Winx Club auf dem Kanal, kommt was anderes. Winx Club, also die anderen Winx Club Spiele, kommen ebenfalls noch, aber wenn wir die anderen Winx Club Spiele beendet haben, nach diesem Spiel kommt ein Sims Spiel, welches verrate ich nicht, das ist, okay, werdet ihr sowieso in 2 Stunden sehen. Und, ja. Ich hoffe, dieses Let's Play hat euch gefallen. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, dieses Spiel ist wirklich sehr schön. Ich kann es euch nur weiterempfehlen. Und, vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, wie ihr es fandet. Und ja, das war's jetzt von mir. Bis dahin, eure Käsekuchen. Tschüss!